Der 38. BMW Berlin Marathon startete auch in diesem Jahr traditionell auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Im vergangenen Jahr hatten hier die Läuferinnen und Läufer mit kühlen Temperaturen und Regen zu kämpfen. Diesmal war das Wetter fabelhaft, Sonnenschein und angenehme 16 Grad. Also optimal für die 40.369 Teilnehmer, unter ihnen auch zahlreiche Prominente wie Micky Krause und Magdalena Pszeska. 42,195 Kilometer für Micky Krause, eine Leichtigkeit. Man nennt ja auch Marathonlaufen Flucht vor der Ehe und deshalb bin ich dabei. Meine Vorbereitung war Strand, Essen, Strand. Und letzte Woche war ich bei einer Weltmeisterschaft in Montpellier in der rhythmischen Sportgymnastik. Allerdings, da saß ich auf der Tribüne eine ganze Woche lang. Von daher würde ich einfach hoffen, dass ich irgendwie durchhalte. Wobei die Grundlage ist ja natürlich schon da, die Basis. Aber nächste Woche wird es großen Muskelkater geben. Den Organisatoren des 38. BMW Berlin Marathon ist es in diesem Jahr erneut gelungen, die absolute Weltspitze in die deutsche Hauptstadt zu holen. Bei den Frauen die Weltrekordhalterin Paula Radcliffe im Duell mit der besten deutschen Irina Mikitenko. Bei den Männern kam es zum Kampf der Giganten. Weltrekordhalter Haile Gebrselassie gegen den Sieger des Vorjahres Patrick Makau. Natürlich ließe sich der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, auch diesmal nicht nehmen, die Läuferinnen und Läufer auf die 42,195 Kilometer lange Strecke zu schicken. Prominent unterstützt von Henry Maske. Und ich denke, da sind viele dabei, die Wracksausen haben vor solchen Höchstleistungen, die abverlangt werden. Ich kenne das ja nun selber aus Erfahrung. Wird das so sein? Für Berlin ist es eine enorme Geschichte. Aber nochmal, für jeden Einzelnen, der hier an den Start geht, mit Sicherheit auch. Im Jahr 2008 war Haile Gebrselassie hier als erster Mann unter 2 Stunden und 4 Minuten geblieben. Die Weltrekordzeit zu unterbieten, dieses Ziel verfolgten die Favoriten vom ersten Meter an. Unterstützt wie immer von bis zu 1 Million Fans an der Strecke. Der BMW Berlin Marathon ist wegen der tollen Stimmung, dieser einzigartigen Atmosphäre weltweit sehr beliebt. An der Spitze Haile Gebrselassie und Patrick Makau Seite an Seite, hier noch begleitet von den Pacemakern. Und die Tempomacher liefen wie geplant die Spitze auf Weltrekordkurs. Die Entscheidung fiel bei Kilometer 27,3, als Haile Gebrselassie dem hohen Tempo Tribut zollen musste. Für den Weltrekordhalter ging für kurze Zeit nichts mehr. Zwar nahm der Mann aus Äthiopien das Rennen wenig später wieder auf, aber da war Konkurrent Patrick Makau schon enteilt. Und der Vorjahressieger aus Kenia hielt durch, blieb bis zum Ziel am Brandenburger Tor auf Weltrekordkurs. Am Ende blieb die Uhr für Patrick Makau bei 2 Stunden, 3 Minuten und 38 Sekunden stehen. Ein neuer, fantastischer, fabelhafter Weltrekord. Also heute bin ich wirklich sehr glücklich. Alles ist gut gelaufen. Bei den Frauen siegte etwas überraschend Florence Kiplagat. Die Kenianerin hatte von Beginn an ein Tempo vorgelegt, das für alle Konkurrentinnen zu schnell war, auch für Irina Mikitenko. Die deutsche Rekordhalterin wurde immerhin Zweite vor Paula Radcliffe. Für die Weltrekordhalterin blieb nur der dritte Platz. Sie war dementsprechend nicht zufrieden. Eigentlich nicht. Wollte ich sicher gewinnen, aber ja, ich muss sagen, dass nach all den Problemen in diesem Jahr, dann vielleicht sollte ich zufrieden sein. Und hauptsächlich ist, dass ich jetzt für nächstes Jahr qualifiziert bin. Das war schön, das war richtig schön. Erste Hälfte, also wir wollten unsere Tempo selbst laufen, es hat sich gelohnt. Ich bin absolut glücklich, ich habe diesen Marathon noch nie gelaufen, ich bin wirklich glücklich. Der Höhepunkt des 38. BMW Berlin Marathon war mit Sicherheit der Siegeslauf des neuen Weltrekordhalters Patrick Makau aus Kenia.